Der Advent steht vor der Tür und du hast noch keine Adventskalender? Kein Problem, wir haben dir 5 Ideen, die schnell umgesetzt sind. Willkommen bei der Lifehackerin. Du bist noch auf der Suche nach einer schnellen Adventskalender-Idee? Dann bist du hier genau richtig. Wir haben das ganze Internet leer gesucht und auch ein paar Ideen selbst beigesteuert und zeigen dir hier 5 selbstgemachte Adventskalender-Ideen, die doch schnell umgesetzt sind. Schneller geht's wohl kaum. Für diesen flüssigen Adventskalender brauchst du bloß eine Flasche, eine passende Flüssigkeit, einen wasserfesten Stift sowie ein Lineal oder Maßband. Mit Hilfe eines Maßbands kannst du ausrechnen, wie groß die Abstände zwischen den einzelnen Markierungsstrichen etwa sein sollten. Zeichne diese mit dem wasserfesten Stift ein. 24 Stück sollten es am Ende sein. Nun schreibst du noch die Nummern 1 bis 24 daneben, von oben nach unten. Anschließend füllst du die Flasche mit der Flüssigkeit, die du verschenken möchtest. Ein selbstgemachter Sirup oder ein gekaufter wäre zum Beispiel eine tolle Idee. Oder je nachdem, wer den Adventskalender bekommt, vielleicht auch etwas Hochprozentiges. Noch schneller wärst du übrigens, wenn du eine Flasche nimmst, in der die betreffende Flüssigkeit bereits drin ist. Dann musst du nur noch die Markierungen aufmalen. Der, die Beschenkte, kann nun am entsprechenden Tag jeweils bis zur jeweiligen Markierung in ein Glas geben und genießen. Und für alle Teeliebhaber hätten wir diese Idee. Dafür brauchst du einen Ast, 24 Wäscheklammern, 24 Teebeutel und Stifte für die Nummern 1 bis 24. Schreibe auf jeden Teebeutel eine Nummer. Alternativ könntest du auch die Wäscheklammern beschriften. Dann könntest du diese nächstes Jahr wiederverwenden. Die Teebeutel kannst du nun mit den Wäscheklammern am Ast befestigen. Dabei kannst du sie nach Nummern sortieren oder auch bewusst nicht, damit der oder die Beschenkte jeden Tag noch ein bisschen suchen muss. Statt Tee könntest du natürlich auch Einzelportionen von Kaffee oder Kakao verwenden. Oder du verwendest 24 Briefumschläge, da passen nette Worte rein oder ganz kleine Geschenke. Und für die netten Worte hätten wir noch diese Idee für dich. Für diesen Adventskalender mit 24 guten Wünschen brauchst du Papier, Lineal und Bleistift, Schere, Zahlenstempel oder Stift, Tacker und einen Kleiderbügel. Schneide aus dem Papier 24 längliche Streifen aus. Die genaue Länge kannst du selbst bestimmen. Meine sind zum Beispiel genauso lang, wie ein DIN A4-Papier breit ist. Nun notierst du auf jedes Papier einen Wunsch oder Spruch und lässt dabei links und rechts einige Zentimeter frei. Auf der Rückseite kommt ein paar Zentimeter von unten noch die entsprechende Nummer drauf. Ich stemple diese, du kannst sie aber auch mit einem Stift draufschreiben. Nun wird der Streifen mit der Nummer nach vorne über den Kleiderbügel gelegt und unten mit einem Tacker befestigt. Cool, oder? Fun Fact: Den Tacker nennen wir in der Schweiz Bostitch, nach einer Herstellerfirma der Boston Wire Stitcher Company, die mittlerweile übrigens auch einfach Bostitch heißt. Rate mal, was gibt es exakt in einer 24er-Packung? Toffifee! Beziehungsweise ich habe eine 48er-Packung gefunden, das gibt dann gleich 2 Adventskalender. Nebst den Toffifees brauchst du dazu bloß noch einen Lebensmittel- oder Zuckerstift und dann kann es auch schon losgehen. Auf die einzelnen Süßigkeiten die Nummern 1 bis 24 schreiben.
und schon ist dieser Adventskalender fertig. Und falls du noch Zeit hast, kannst du natürlich auch die Verpackung noch schön dekorieren. Das würde sich auch anbieten bei anderen Dingen, wo es 24er Packungen gibt. Kennst du etwas? Dann schreib es uns doch unten in die Kommentare rein. Und wenn du gleich dabei bist, könntest du natürlich noch unseren Kanal abonnieren, wenn du nicht eh schon Teil der Lifehackerin-Community bist. Der Trick mit 24 gleichen Dingen, der funktioniert allerdings auch, wenn es nicht der Packungsgröße entspricht. So zum Beispiel dieser Babybell-Stern. Dazu brauchst du 24 Stück Käse, einen größeren flachen Teller oder ein Serviertablett sowie einen Stift. Die Käsestücke aus der Plastikverpackung nehmen und mit den Nummern 1 bis 24 beschriften. Wir verwenden dazu einen wasserfesten Stift. Wenn du aber Bedenken hast, dass das durch die Wachsschicht in den Käse gelangen könnte, kannst du natürlich auch einen Lebensmittelstift verwenden. Nun auf dem Teller mit 6 Stücken einen Kreis bilden und dann jeweils mit 3 weiteren eine Spitze bilden und diese an den Kreis fügen. Wichtig ist einfach, dieser Adventskalender muss im Kühlschrank aufbewahrt werden. Überleg dir also gut, ob du Platz dafür hast. Andernfalls ist diese Variante vielleicht die bessere Option. Dazu brauchst du bloß einen genug großen Glasbehälter, 24 Schokokugeln und wenn du magst noch eine Mini-LED-Lichterkette. Wir verzichten auf die Zahlen und geben die Kugeln direkt mit der Kette in das Glas. Statt Schokolade könntest du natürlich auch andere Süßigkeiten, Walnüsse oder Kaffeekapseln verwenden. Idealerweise verwendest du einen Glasbehälter, der mit den 24 Stück gerade passend gefüllt ist. Der oder die Beschenkte darf nun täglich einmal reingreifen, aber nur einmal. Wenn du nach einem Adventskalender suchst, den du mitnehmen kannst, dann könnte das die passende Idee sein. Dazu brauchst du eine Streichholzschachtel, Papier, Stift, Lineal, Schere, Klebestift und ganz kleine Süßigkeiten wie zum Beispiel Tic-Tac. Allfällige Streichhölzer werden aus der Schachtel entfernt. Danach schneidest du aus dem Papier ein Stück aus, das rund um die Schachtel passt, unten etwas überlappend. Auf die große Fläche schreibst du nun die Nummern 1 bis 24 drauf. Der oder die Beschenkte kann später dann jeweils die einzelnen Nummern durchstreichen. Allenfalls noch weiter verzieren und dann um die Schachtel kleben. In den Schachtelboden kannst du ebenfalls noch eine Nachricht platzieren, die noch nicht von Beginn weg zu sehen sein wird. Anschließend kommen 24 sehr kleine Süßigkeiten rein und fertig. So, keine Zeit gilt ab sofort nicht mehr als Ausrede, um keinen Adventskalender zu basteln. Diese 7 sind alle recht fix gemacht. Am schnellsten bist du vermutlich mit dem gefüllten Glas, gefolgt von den Toffifees. Da brauchst du je so 5 Minuten und auch die Flasche, der Stern und die Teebeutel brauchen nicht wirklich länger. Ein bisschen mehr, vielleicht so 15 Minuten, brauchst du für den Mini-Kalender aus der Streichholzschachtel und nochmals ein bisschen mehr für die netten Worte. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie schnell du schreiben kannst und wie viel Zeit du dir nehmen möchtest, die richtigen Worte zu finden. Wir würden uns jedenfalls über Feedback von dir in den Kommentaren herzlich freuen, wünschen dir einen wunderschönen Advent, bleib gesund, wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann, tschüss!
Mhm.